Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch gut und ich wünsche euch wie immer alles Gute im Voraus. Bevor wir anfangen, bitte folgt mir auf allen Social Media und ja, ihr könnt gerne nach dem Video eure Vorschläge, eure Kommentare schreiben oder gerne Ideen für die nächsten Videos. Wie immer komme ich mit einem sehr interessanten und mit einem sehr aktuellen Thema. Heute geht es um Cannabis, Haschisch und Marihuana. Ein wichtiges Thema durch die Legalisierung hier in Deutschland. Was ist der Unterschied zwischen Hanf, Cannabis, Haschisch und Marihuana? Ja, für viele, ja, die können das nicht ganz genau verstehen, deshalb möchte ich das einmal erklären. Cannabis ist eigentlich das lateinische Wort für Hanf. In Deutschland und vielen anderen Ländern wird der Begriff Cannabis allerdings umfassend für Hanfpflanzen oder THC-haltige Produkte und Pflanzen genutzt. Als Marihuana oder Gras bezeichnet man getrocknete Blüten der weiblichen Hanfpflanze. Am Drüsenhahn auf diesen Blüten sitzt das Harz der Pflanze mit seinen hohen Konzentrationen von THC, CBD und anderen Cannabinoiden. Marihuana ist je nach Qualität, Herkunft und Anbaumethode und Trocknungsgrad üblicherweise grün bis bräunlich. Haschisch ist das gesammelte und meist gepresste Harz der Hanfpflanze. Es kann nicht nur aus den Blüten, sondern auch aus den mit Harz besetzten Blättern gewonnen werden. Je nach Qualität und Herstellungsmethode schwankt seine Farbe von hellgrau bis mattschwarz. Wichtig ist natürlich zu wissen, wo setzt man Cannabis ein? Cannabis wird dort eingesetzt, wo es medizinisch indiziert ist. Ja? Und zwar wird es so definiert, dass körperlich schwerwiegende Erkrankungen vorliegen müssen, die mit Medikamenten keine Wirkung zeigen. Es muss eine gravierende Gesundheitsstörung vorliegen. Dazu gehören Doppelpunkt: chronische Schmerzen, neuropathische Schmerzen, Spastik, lang andauernde Muskelerkrankungen, wie zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose, und natürlich bei Krebserkrankungen, die auch mit starken Schmerzen einhergehen. Aber auch da unterliegt allem einem besonderen Prozess. Und zwar muss der Arzt eine Summe von sehr, sehr vielen Formulare ausfüllen, das einreichen und das wird geprüft und erst dann gibt es dann die Anerkennung. Okay? Und die Erlaubnis, das auf dem BTM-Rezept, auf den gelben Rezepten auszustellen. Nun wollen wir über die Suchtgefahr reden. Ja? Es gibt ja nicht nur positive Effekte, sondern es gibt auch viele negative Effekte. Nicht wenige konsumieren jetzt Cannabis im Zuge der Legalisierung und was beobachten wir Ärzte? Starke Veränderungen. Ja? Eine gewisse Suchtgefahr ist dadurch gegeben. Je höher der THC-Gehalt ist von Cannabis, desto höher auch die Suchtgefahr. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Nebenwirkungen gibt es? Die Patienten beschreiben akut über Panikattacken, psychotische Beschwerden, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Koordinationsprobleme und auch über Übelkeit, Brechreiz. Zu den Langzeitfolgen können gehören psychotische Störungen. Ja, das kann in Psychosen, Wahrnehmungsstörungen, Schizophrenien enden. Affektive Störungen wie zum Beispiel Depression, Angststörungen, bipolaren Störungen bis zu Suizidalität, bis zu Selbstmordgedanken. Und der nächste Punkt, Beeinträchtigung der Kognition. Das bedeutet Gedächtnisfunktion, Lernleistung lassen nach, Fähigkeit zu Problemlösung und auch die Intelligenz ist nicht mehr nachweisbar, beziehungsweise lässt bei einigen stark nach. Ja, dadurch kommt es zum Abbruch von zum Beispiel Ausbildungen, problemhaftes Verhalten bei Arbeitsplätzen oder in der Schule. Ja, die Schüler werden auffällig, sie haben Konzentrationsprobleme, werden depressiv, lustlos etc. Körperliche Folgen könnten sein Lungen- und Atemwegserkrankungen, sogar Hodenkrebs wurde verzeichnet. Und bei den Frauen Frühgeburten und Entwicklungsstörungen bei den Kindern. Ja, das sind einige der Langzeitnebenwirkungen. Besonders bis zum 22. Lebensjahr ist das Gehirn des Kindes oder des Jugendlichen oder des jungen Erwachsenen noch nicht richtig ausgebildet im Umbauprozess. Ja? Und je früher man damit anfängt, desto stärker sind die Nebenwirkungen. Deshalb Achtung, bitte vorsichtig damit sein und nicht alles auf die leichte Kante, auf die leichte Schulter nehmen.
Nun reden wir über die Produkte, die es gibt jetzt weltweit. Ja, im Zuge der Legalisierung, im Zuge auch der positiven Wirkungen gibt es immer mehr, ja, Cannabis- und Hanfprodukte. Welche Produkte gibt es inzwischen? Es gibt Hanfsamen, Hanföl, Hanftee und auch in der Kosmetikbranche gibt es immer mehr und mehr Hanfprodukte und auch in der Textilbranche findet man immer mehr Hanfprodukte, ja, in Hosen, in Hemden etc. Der Markt ist groß und wird wahrscheinlich immer größer. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick geben in die Vor- und Nachteile, ja, bei dem Konsum von Haschisch, Marihuana, Hanf- und Cannabisprodukten. Wie immer muss man alles skeptisch sehen, wie immer muss man alles ja, mit Pro und Contra ansehen. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich stehe dem gegenüber sehr kritisch, weil oft Cannabis und Haschisch, Marihuana als Einstiegsdroge gesehen wird für härtere Drogen, für Heroin- und Kokainkonsum. Deshalb bitte ganz gezielt und vernünftig damit umgehen und wie immer, wenn ihr Fragen habt, euren Arzt und Apotheker fragen oder einen, der sich damit auskennt. Bleibt gesund, stay safe. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch körperliche und psychische Gesundheit. Mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen und glaubt an euch selber. Stay safe, stay healthy, stay smart. Euer Dr. Mal Vajid. Bis zum nächsten Video und bleibt mir treu. Alles Gute.